Welche Vorteile ergeben sich, wenn Sie Ihrem Konto oder Ihrer Kampagne in der neuen AdWords-Oberfläche mehrere Erweiterungen hinzufügen? Sie ergänzen damit Ihre Anzeigen und animieren Nutzer zum Klicken. In den Erweiterungen lassen sich wertvolle Informationen wie Links, Telefonnummern oder Angebote unterbringen. So fügen Sie diese hinzu. Klicken Sie im Seitenmenü auf Anzeigen und Erweiterungen und anschließend auf Erweiterungen. Klicken Sie auf das blaue Pluszeichen und wählen Sie eine Erweiterung aus. Mit der Erweiterung mit Zusatzinformationen fügen Sie Ihrer Anzeige zum Beispiel mehr beschreibenden Text hinzu. Erweiterungen können auf mehreren Ebenen hinzugefügt werden. Wenn Sie diese zum ersten Mal einrichten, empfehlen wir Ihnen das Hinzufügen auf Kontoebene. So gelten die Erweiterungen mit Zusatzinformationen für das gesamte Konto, sogar für Kampagnen oder Anzeigengruppen, die Sie später erstellen. Geben Sie den zusätzlichen Text ein, der in den Anzeigen dargestellt werden soll. Sie könnten Nutzer zum Beispiel auf eine kostenlose Lieferung oder einen Rund-um-die-Uhr-Support aufmerksam machen. Die Erweiterungen lassen sich in einer Vorschau für Mobilgeräte und Desktop-Computer ansehen. So wissen Sie, wie Ihre Anzeigen in den Suchergebnissen dargestellt werden. Wenn Sie den Schieberegler entsprechend einstellen, wird die Erweiterung in der Anzeige hervorgehoben. Geben Sie unter Erweiterte Optionen an, ob die Anzeige oder Erweiterung für Mobilgeräte optimiert sein soll und wählen Sie einen Zeitplan aus. Klicken Sie zuletzt auf Speichern. Da pro Anzeige mehrere Erweiterungen ausgeliefert werden können, fügen Sie ruhig weitere hinzu, um so noch effektiver zu werben. Klicken Sie auf das blaue Pluszeichen und wählen Sie Snippet-Erweiterung aus. Geben Sie nun mindestens 3 besondere Merkmale, Dienstleistungen oder Produkte an, die zum Titel passen. Dadurch erhalten Nutzer nähere Informationen zu Ihrem Angebot und Sie erzielen wahrscheinlich mehr relevante Klicks. Klicken Sie auf Wert hinzufügen, um weitere Angaben zu machen und dann auf Speichern. Mit Sitelink-Erweiterung in einem weiteren beliebten Format verweisen Sie Nutzer direkt auf konkrete Seiten Ihrer Website. Beispiel: Sie sind Händler. Nutzer klicken auf den Link Schuhe und gelangen nun direkt zum entsprechenden Bereich auf Ihrer Website. Prüfen Sie nach einer Woche anhand der Tabellen, welche Leistung die Erweiterungen erzielen. In der neuen AdWords-Oberfläche werden alle Erweiterungen in einer einzigen Tabelle aufgeführt. Wollen Sie mehr Details sehen, filtern Sie die Ergebnisse nach Erweiterungstyp. Auch eine Segmentierung nach Klicktyp ist möglich. Mithilfe des 3-Punkt-Menüs legen Sie die Zeilengruppierung fest, zum Beispiel nach Typ oder der jeweils zugeordneten Ebene. Über dieses Menü lässt sich auch der Bericht zu Anzeigenerweiterungen herunterladen. Es gibt noch weitere Formate, darunter Anruf- und Preiserweiterungen sowie Standort- und Angebotserweiterungen. Indem Sie mehr Erweiterungen hinzufügen, werden Nutzer eher auf Ihre Anzeige und relevante Informationen aufmerksam. Sämtliche Optionen zum Hinzufügen von Erweiterungen finden Sie unter diesem Link oder unter denen in der Videobeschreibung. Weitere Informationen zur neuen Oberfläche bietet die AdWords-Hilfe.